wenn Gott die Dinge wirklich durchdacht hätte, dann würden Babys an einem Montag geboren und bis zum Dienstag komplett ausgewachsen sein, weil dazwischen nur eine lange Reihe von Fehlern, Rumfummeln und schlechter Haut liegt. Wir sehen uns als Bedrohung. Vielleicht könntest du es auch nicht. Meine Kinderseele verkauft. Wohin soll ich gehen? Sollte ich gar nicht vielleicht hier sein. Zeichen, umso größer je öffentlich dein Leben ist, dann seid ihr noch geile Mama. Aber ich kenne auch immer selbst von irgendeiner Romantik. Hallo? Ist da jemand? Können wir hier über unsere Probleme reden? Wir benutzen nicht unsere richtigen Namen, wir sagen nicht, an welchen Schulen wir sind. Wir wissen, dass wir aus derselben Gegend kommen und das ist auch genug. Ich nenne mich William. Dann bin ich Eva. Ich nenne mich immer Jack. Emily. Laura. Ich heiße Jim. Hast du Probleme? Ich bin immer nur verarscht worden. Wie fühlt sich das an? Es ist, als hätte sich die ganze Welt in Suppe verwandelt. Wow, und du hast wirklich niemanden, mit dem du reden kannst? Bis du 15 bist, hast du kapiert, dass du deine Eltern als Individuum den Scheiß interessierst. Ihr redet mit ihm, als ob es keinen Ausweg gibt. Das ist ein Scheißdreck. In jedem Moment gibt es Möglichkeiten. Mein Leben gehört mir und ich kann damit machen, was ich will. Ich bin immer noch hier, wenn du reden willst, Jim. Weißt du, ich glaube einfach nicht, dass ich mir noch mehr Gerede anhören kann.